So, hallo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, beim letzten Mal sind wir aufgestiegen und haben den Punkt gar nicht verteilt. Ich würde vorschlagen, wir nehmen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir ADR, nehmen wir Hochwertig oder nehmen wir Fernfahrten? Ene, mene, mu und raus. Nein, Spaß. Fernfahrten. Wir waren eh schon über 500 Kilometer. Das passt eigentlich für eine Folge perfekt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen hochwertige Fracht. So, und somit sieht es dann wieder in unserem schönen Volvo. Legen wir mal den Vorwärtsgang ein und fahren dann mal vom Trailer weg. So, und dann schauen wir mal, was es in Lil irgendwas Lille, wo wir gerade stehen, was es da für Aufgaben für uns gibt. So, gucken wir mal. Von Dingsbums. Feuerwerkskörper. Okay, das ist nicht weit. Nach Dover. Es ist ja ums Eck. Und bringt da nicht wirklich was. Das sind 200 Kilometer. Sanitätsartikel. 15.000. Ja, das ist für auch ins Vereinigte Königreich. 569 Kilometerchen, 542 Grimsby sind 545 Kilometer. Mach meine Fail-Episode und fahren wir nach England. Oder fahren wir nach Dortmund. 442. 15, 15, 6, zerbrechlich. Von Tramery müsste ich den abholen. Wir stehen jetzt bei Tredo. Will ich jetzt, so, das geht wieder nach Frankfurt. Ups, sorry. Nach Sheffield. Nehmen wir das? Okay, da haben wir noch 13. Swansea sind 500 Kilometer auch. Grimsby. Tiefkühlkurs 13. Ich würde sagen, wir fahren die Sanitätsartikel. Was haltet ihr davon? Das nehmen wir. Fahren wir mal nach England. So, wieso? Was ist mit meiner Musik schon wieder los? Das hört sich so nach Weihnachten an. Oh, wird schon besser. Ich bin jetzt sehr blinkvoll unterwegs, also wundert euch nicht. Ich hoffe, das Lied haben wir jetzt noch nicht gehört, aber mir kommt es jetzt nicht wirklich bekannt vor. Da ist ein Händler. Schaut aus wie ein Scania-Händler. Das heißt, ich werde einen Umweg fahren. Neben mir steht eh niemand, also kann ich hier brav rüberziehen. Werden wir wahrscheinlich nochmal an der Ampel stehen. Diesmal aber auf der anderen Seite, also. Jetzt haben wir mal Zeit, dass wir uns unseren Truck von außen anschauen. Wie das ausschaut, wenn die Beleuchtung nicht einschalten ist. Fernlicht, Blendlicht, Standlicht, Frontmontierung. Ah doch, die sind eingeschalten. Naja, bringen uns nicht viel. Gott sei Dank rennen da keine Fußgänger herum. Nee, das ist Tramierie. Geh, schleich dich. Soll ich da jemals reinkommen? Geschweige denn dann wieder raus. Na, servus.
War jetzt nicht so toll gefahren, aber okay. Er geht nach Dortmund. Nein, wir wollen nach England, haben wir gesagt. Also wollen ist gut. Wir fahren einmal nach England. Natürlich ist es der, der hinten steht. Na, bravo. Ich würde sagen, Fail. So stehe ich aber extrem Arsch da. Ich muss ihn da zuerst gerade rausziehen, sagte er und stellte sich wieder schräg hin. Na gut, das sollte man schaffen. So, jetzt heißt es da möglichst gerade rausfahren. So, erste schwere Hürde geschafft. Jetzt müssen wir nur in England auf der richtigen Straßenseite fahren. Dann wäre ich ja total glücklich. Hier kriegen wir noch. Sage ich es nicht. Waren zwar schon 60, aber naja, wir haben sie gekriegt. Ich wollte jetzt nicht an noch einer roten Ampel stehen, das hätte ich irgendwie gar nicht näher vielleicht abblasen. Dann fahren wir mal nach Richtung Calais. So, die Straße hat uns wieder. Dann trauen wir uns mal ins Vereinigte Königreich. Kohle haben wir ja genug am Konto. Sprit haben wir auch genug in der Kiste. Also das passt schon. Bessere Scheinwerfer haben wir jetzt auch montiert, also... Jetzt haut schon hin. Muss mich halt nur dran gewöhnen, dass ich auf der falschen Straßenseite war. Also für mich falsche Straßenseite. Okay, da geht eh eine dritte Spur ab, die müssen wir nicht drauf. Ich fürchte halt, den größten Teil der Strecke fahren wir in England. Wird spannend. Ich bin, glaube ich, das letzte Mal in England gefahren, das war im Euro Truck Simulator 1. Das ist durchaus ein Zeitteil her. War das Euro Truck? Oder war das German Truck Simulator? Egal, beides ist schon ein Weilchen her, also. Man kann sagen, ich bin schon länger nicht mehr in England gefahren.
Aber immerhin habe ich einen Navigator am Beifahrersitz sitzen, also. Ich hoffe, der sagt mir dann, wo ich hin muss. Damit meine ich nicht das Navi, sondern den, der auf dem Schild da steht. So, wir müssen noch immer gerade weiter. Aber das Gute ist ja, so eine Überfahrt zählt das Schlafen. Das heißt, wir sind dann drüben wieder ausgeruht und können stundenlang hinterm Steuer sitzen. Was ist mit dir? Jetzt fast auf meine Spur und dann bremst du mir aus, oder wie? Ach, Nase. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er fährt genau so schnell, dass ich ihn nicht überholen kann. Zumindest bis zu der Abzweigung dort nicht. Saftsack. Hast du jetzt das Gaspedal gefunden, oder? Aber ich glaube, wir fahren mit dem Zug heute. Schiff ist gleich in Rotterdam. Und in Rotterdam sind wir nicht. Nein, wir fahren mit dem Zug. Servus, Kollege. Na gut, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. 30. Okay, da ist die Ausfahrt, da müssen wir nicht, dürfen wir nicht rein. Da ist besetzt. Da ist PKW. Und da ist LKW. So, dann geht der wilde Reise los und das Ganze kostet 300 Euro. Ich glaube, beim Schiff zählt das nur als Rast, weil da die 30 Minuten, die wir da jetzt stehen, sind ja egal. Na gut. So, wie viele Kilometer haben wir noch? 400 nach Prag. Okay, fernlich kommt man auch besser vor als vorher. So, und jetzt auf der linken Straßenseite fahren. Nicht vergessen. Okay, da noch nicht. Da ist beide, sind beide Spuren. Da haben wir nicht viele andere Möglichkeiten. Schön, erstes Mal in England und es ist Nacht. Wieder links.
So, ich denke mal, in England gelten die gleichen Geschwindigkeitsbegrenzungen wie in Europa. Das heißt, wir werden da die Landstraße mal nicht zu schnell runterbrettern. Das könnten sie uns ihm übel nehmen. Ups, sorry. War nicht Absicht. Gut, dann auf über die Insel. Aber eins können es da genauso schleichen. Okay, ich muss eh runter. Ist erst einmal richtig abbiegen. Bis jetzt sind wir immer nur links abbiegen. Du lässt mich fahren, oder wie? Das war sehr freundlich. Ich hoffe, du bereust das jetzt nicht. Weil ich bin Europäer. Also Festland-Europäer. Hui, es ging ja gut. Für eine Ausleuchtung der hat, das ist unboxen. Cool, ich sehe schon kommen, wir fahren das meiste jetzt Landstraße. So, dann stellen wir uns gemütlich auf. km/h und lassen ihn rollen. Gott, das ist so ungewohnt auf der anderen Seite fahren. Muss man nämlich merken, dass ich nicht so weit drüber fahre, sonst fahre ich auf der anderen Spur und nehme den Gegenverkehr mit. Aber bis jetzt funktioniert es ja. So, dann müssen wir nach links. Das war knapp. Das nächste Mal fahre ich nicht auf die Abbiegespur. Sondern biege von der Geradeausspur ab. Ich glaube, das geht einfacher. Der Spiegel ist okay. Glaube ich. Aber gebt euch mal die Ausleuchtung. Das ist inkredible. War geil. Aber auch in England sind die Nächte dunkel. Mir wäre viel lieber, wenn ich jetzt da untertags fahren würde. Auch wenn ich doch viel, viel lieber nachts fahre. Aber gerade in England wäre es mir beim ersten Mal lieber gewesen, wenn Tag wäre. Und langsam fahren können sie da auch ganz gut. Das haben sie von uns Festland-Europäern übernommen scheinbar. Also langsamer fahren. Mache ich in meiner Angst. Eigentlich auf der komplett falschen Spur fahren.
Eigentlich. Weil da ist die rechte Spur wie bei uns die linke Spur. Eigentlich die Überholspur. 60 Meilen sind 90 km/h. Ungefähr, es passt. Wehe, du fährst nochmal rüber. Der steht ja wieder. Machen wir den in der Mitte. Sind wir auch rechts. Sie werden müde. Schon wieder. Ich muss noch 4 Stunden fahren. Fracht wird in 18 Stunden erwartet. Okay, das heißt, die nächste Raststation gehört mir. Falls es deine gibt. Wenn nicht, habe ich ein little problem. Ich muss leider ab und zu mit Fernlicht schauen. Okay, ich muss da raus. Na, Prag. Ja, ich weiß, dass ich müde werde. Ich habe aber sicher noch 2 Stunden Zeit. In der Zeit sollten wir es ja schaffen, dass wir einen Rastplatz täuschen. Wenn nicht, wäre das etwas blöd. Ich glaube, da kommt das, dabei ist das nur die Autobahnbezeichnung. Schade, schade. Ha, 90 ist nicht so schnell. Yes. Ja, das war gerade ein Radar da. Ja, ja, ich weiß es. Ich suche eh schon einen Rastplatz. Aber ich glaube, das wird nichts. Schauen wir mal, auf was die Map sagt. Jo. Bis darauf müsste ich noch kommen. Das ist nur ein Stück. Nein, das sollte man aber. Sollte man hinkriegen. Wenn nicht, schlafen wir halt im LKW. Auf der Autobahn. Während der Fahrt. Auch nicht so schlimm, oder? Nicht bremsen, fahren! Aber der Fahrer und ich haben was gemeinsam, wir werden beide langsam müde. Aber wenn ich mal mehr tue, ich habe hier hinten Sanitätsgut geladen, also das passt schon. Kann ich mich selber verarzten. Also wir drehen jetzt gerade eine Runde um London. So wie das auf der Map ausgeschaut hat. Sie sind müde. Ja, ich bin schon auf der Suche, bin schon am Weg. Ich habe noch 2 Stunden. Das nervt es mir nicht. Mit der Rasen-Sie-Müde-Meldung. Ich werde schon mal stehen bleiben. Bin ja schon auf der Suche, nur was soll ich tun, wenn da nichts ist? Bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich weiterfahre.
ich habe die ganzen Stationen in London nicht hinbaut. Also, don't blame me. Okay. Das heißt, da dürfen wir mit 70 durchdonnern. Ungefähr. Meine Umrechnung von Meilen auf kmh sind ungefähr mal 1,6. 50 mal 1,6, also mal sind ungefähr 75. Also eh so schnell, wie ich gerade fahre. Ja, erzähl mal was Neues. Da vorne geht's eh schon rauf und dann ist die Fahrstation eh nicht mehr weit. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich will ja schlafen, nur ich kann nicht schlafen. So, ist das jetzt die richtige Abfahrt, hoffe ich da mal. Schaut ganz danach aus, oder? Was sagt ihr? Jo, das ist sie. Schwung mitnehmen beim Bergabfahren. Ja, ich weiß es doch. Solange der Effekt nicht schlimmer wird, ist ja okay. So, jetzt nur mehr die letzten Kilometer bis zur Ruhestätte. Nicht alles so schleichen würde, das könnte ich ja normal fahren. Also im Gegensatz zu uns ist da bei uns ist in England rechts überholen an der Tagesordnung. Aber im Gegensatz zu uns rechnen die Engländer auch damit, dass sie rechts überholt werden. Von dem her, das ist ein gewisser Unterschied zu uns. Bei uns rechnet einfach keiner damit, dass rechts irgendwer kommt. In England ist es wahrscheinlich wieder umgekehrt, da rechnet keiner, dass einer von links kommt. Ich bin schon auf der Suche. Was meinst du, wie der jetzt gehen wird? Das wird ja kein Mensch aushalten. So, dann To-Do-Liste heute noch, zumindest eines der beiden Videos rendern und raufladen, damit ich die nächste Folge habe für Donnerstag. Und die zweite kommt jetzt die ich da jetzt spiele, kommt am Freitag. Ja, und am Freitag werde ich dann wahrscheinlich wieder aufnehmen. Jetzt fängt es dann zum Regnen an. Also ich fühle mich langsam verpopschelt. Aber ich glaube, geregnet hat es eh noch nicht, seitdem wir unseren eigenen LKW haben. Na, wieder mal quatschen. Was? Was ist Geschwindigkeitsübertritt? Ich bin 90 gefahren, was willst du von mir? Okay, das war das erste und letzte Mal in England, Burschen. Nie wieder! Services. Das sind Parkplätze, oder? Ja. Gang raus, Motor abstellen. Eigentlich Scheibenwischer abschalten. Hallo? Warum kann ich da nicht schlafen?
Sag jetzt nicht, ich möchte mich darüber stellen. In Gottes Seele. So, dann stellen wir uns jetzt einmal ganz unprofessionell daher. Trailer wird zwar jetzt, naja, halbwegs. Gang raus, einmal. Und gute Nacht. So, unser neuer, neu ist übertrieben, unser schöner Volvo mit seiner neuen Ausstattung. Mal bei Tageslicht. Jetzt fahren wir mal in England bei Tag. Die letzten 173 Kilometer. Kilometer wollte ich sagen. Schauen wir, dass wir die auch noch unfallfrei über die Bühne bringen. Wäre ein krönender Abschluss für die Aufnahmesession heute. Also ich kann mich auch damals erinnern, im Einser war das so, dass man zumindest am Anfang war der Tank immer genauso schnell leer, wie man auch müde war. Das heißt, es war immer leibend, man ist tanken gefahren und ist auch gleich schlafen gegangen. Weil wenn ich meine Tankanzeige so anschaue, ist die noch drei Viertel voll und... Und... Ja, geschlafen haben wir gerade, also... Ich glaube beim nächsten Mal werden wir dann auch tanken müssen. Oder werden dann einfach tanken fahren beim nächsten Mal. Weil ich möchte es nicht darauf ankommen lassen, dass der Tank irgendwann leer ist. So, und ich hoffe, ich komme jetzt irgendwann an. Also interessanterweise ist 90 scheinbar doch zu schnell für ihn gerade. Wie schnell darf ich dann da fahren, bitte? Weil immerhin haben wir gerade 500 Euro Strafe gezahlt. Ungewollt. Aber zumindest ist Sheffield schon mal angeschrieben. Also allzu weit kann es jetzt nicht mehr sein. Ja, ein bisschen mehr als 100 Kilometer noch, das haben wir ja gleich. So, ich muss mich mal ein bisschen umsetzen, weil langsam tut das weh. Sorry, war nicht beabsichtigt. Aber wie es ist, ich habe am Hänger, glaube ich, ein niederländisches Kennzeichen, also ich bin es nicht so geübt, mit langen Dingern zu fahren. Das war jetzt zweideutig, oder? Naja, auch egal. Und nein, mit dieser Aussage wollte ich niemanden beleidigen. Falls sich's irgendwer denkt. Es gibt ja solche... Nehmen wir es mal Leute. Mir würden andere Bezeichnungen für solche Personen einfallen, aber die möchte ich jetzt in diesem Video nicht nennen. Lasst eure Fantasie freien Lauf. So, was haben wir denn noch? 100 Kilometer knapp. Rüber. Dann sind wir eh schon da. Schnell reindrängen, bevor der da hinten kommt. Er hätte nur eine dritte Spur zum Überholen, weißt du? Ist ja nicht so.
Ah, da sind nochmal Services. Sehr schön. Jetzt gibt's Gas. Dann können wir rüberfahren. Wen beliefert er denn eigentlich heute? Transinet in Sheffield, okay. Mit Sanitätsmitteln, also mit wichtigen Sachen. Also in England musste ich mit Ellbogen fahren. Ihr habt ja gesehen, wie der im Spiegel gesehen, wie der angerast gekommen ist. Jetzt, wenn er es jetzt eilig hat, kann er auch vorbeifahren. Na bitte, 50 Kilometer noch. Wird ja immer weniger. Klar würde ich auch gern schneller fahren als 90, aber ich finde es einfach unrealistisch. Es gibt, fahrt kein LKW schneller als 90. Also, das ist ein Simulator, oder der soll meiner Meinung nach realistisch sein. Und außerdem verleitet der Mod dann einfach nur zum Rasen. 50. Das hätten wir fast wieder zahlt. Aber nur fast. Gerade noch gesehen, dass da nur mehr 50 Meilen pro Stunde gelten. Das heißt, mal 1,6 haben wir schon gehabt. 75 ungefähr. Fahr lieber 70, wer weiß. So, darf ich jetzt bitte wieder normal schnell fahren? Okay, brauche ich nicht mehr, weil da muss ich hier runter. Direction Sheffield. Wer kennt Mr. Sheffield als die Nanny? Wer kann sich daran erinnern? Ich würde jetzt sagen, aufzeigen, aber... sehe ich leider nicht. Also, ihr wisst, wo es was hinschreibt. Ich genau da unten, unter das Video. Burschen, rechts ist Gas. Auch in England. Überlegt das, ob es reinfasst. Überholen hätte ich nicht ausgezahlt, weil, wie ihr seht, mischen wir da runter. Ja, und ja, es ist noch immer ungewohnt, auf der falschen Straßenseite zu fahren.
Ui, das war knapp. So, wie viel Kilometer noch? 8 Kilometer, ne, das ist mir gleich da. Da waren es 60, das heißt, da darf ich 90 fahren. Meilen, 90 km/h. 30, das heißt, ich darf in 50 fahren. Also quasi eh dieselben Geschwindigkeitsbegrenzungen wie bei uns. Nur halt anders angeschrieben. Sheffield, you have reached your destination. Kollege. Danke fürs Platzrauben. Also die Abfahrt da ist schon ein bisschen eng. Natürlich rot. Wer hätte es erwartet? So, ich überlege nur gerade, wo wir hin müssen. Da rechts rein. Oder? Ja. Bingo. Wurscht, jetzt müsst ihr ein bisschen warten. So, meine Lieblingsdisziplin. Rückwärts einpacken. Aber es schaut ja gut aus. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir die Kiste mal ab. €15.000. Herrlich. Ja, okay, ich hoffe, es hat euch die Fahrt nach England hat euch ein bisschen gefallen. Das nächste Mal fahren wir dann wieder nach England. Also starten wir in England und dann werden wir aber schauen, dass wir wieder zurückkommen aufs Festland. Weil dort ist doch besser zum Fahren. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!